In der Klimaforschung wollen wir keine deterministische Vorhersage machen, sondern wir wollen wissen, wie sich die Statistik des Wetters, nämlich eben das Klima, zukünftig ändert. Was wir nicht gut betrachten können, ist das, was der Mensch tun wird, weil sich der Mensch und sein Verhalten nicht so leicht beschreiben lässt. Wenn es nur nach der Wissenschaft ginge, hätten wir keine Windenergie und keine Solarenergie, weil die Wissenschaft voll auf Atomkraft war und sie mit Händen und Füßen gewehrt hat gegen die Ökospinne. Ja, man hat dann immer gehört, wie toll die Kernkraft ist und was da Tolles auf uns zukommt, aber ja, nachher wurden uns anderen belehrt. Es ist ja jetzt schon so, dass halt alle wissenschaftliche Voraussagungen teilweise schon eintreten, obwohl sie erst fürs Ende dieses Jahrhunderts vorausgesagt wurden. Und deswegen darüber zu diskutieren, 1,5 oder 2 Grad, das ist für mich, bricht mir das Herz. Und wir müssen uns jetzt genau überlegen, weil es geht so nicht weiter. Können wir es noch schaffen, uns zu verändern?